Gelobt sei Jesus Christus, herzlich willkommen zu unserem geistlichen Impuls heute am 19. März 2020. Wir feiern das Hochfest des heiligen Josef. Der heilige Josef ist beileibe kein Modeheiliger. Das Gebet zu ihm als Schutzherr der Kirche kommt uns vielleicht sehr schwer über die Lippen, weil der Mainstream der heutigen Zeit die Prügel in der Hand hält, um dieser alt gewordenen Kirche den Todesstoß zu versetzen. Die Anrufung des heiligen Josefs für die Familien erscheint in der Situation der freien Partnerschaften und der Patchwork-Familien alles andere als zeitgemäß. Und das Gebet um die Fürsprache des heiligen Josefs in einer guten Sterbestunde läuft zutiefst der Mentalität unserer Zeit zuwider, die den Tod nicht mehr verbalisieren will, ihn aus der Gesellschaft verbannen will, obwohl er uns in der Brutalität der Videospiele und oftmals auch des Aufdeckerjournalismus öfters begegnet als sonst. Und dennoch, Josef ist ein Heiliger, den man tiefer entdecken kann. Und diese Entdeckungsreise kann uns wahre Lebenshilfe und Erbauung unseres Glaubenslebens sein. Kein Wort ist uns vom heiligen Josef überliefert, und doch die Taten lehren uns. Gott wollte sich auf ihn verlassen können. Denn Josef war nach Maria jenes Geschöpf, das Jesus am nächsten war. Von niemandem anderen außer Maria hat Jesus so viel angenommen wie vom heiligen Josef. Hat er nicht auch den Wirklichkeitssinn dieses geschickten Handwerkers übernommen, der uns in den Gleichnissen und in der Art Jesu auf die menschliche Alltagsprobleme zuzugehen entgegenstrahlt? Und so dürfen wir auch selber von Josef lernen. Nämlich davon lernen, ganz nah bei Jesus zu sein. In einer natürlichen, unverkrampften Art, ohne falsche Frömmelei, aber mit dem klaren Realitätssinn, dass dort, wo Jesus ist, unser Leben ist. Josef war ein Mann der Tugend. Das Matthäusevangelium nennt ihn den Gerechten. Und das ist gemeint in einer umfassenden Tugendhaftigkeit. Er war klug, er war besonnen, er reagierte entschlossen und schnell, wenn Not am Mann war. Er weiß sich zu beherrschen. Er nimmt Maria zu sich, nachdem er vom Engel den Auftrag im Traum erhalten hat. Josef lebt seine Tugenden im Dienst an seiner Berufung. Josef nimmt den Ruf im Traum, im Gehorsam an und setzt seine Qualitäten ein. Darum können wir ihn bitten, dass wir die Kraft haben, unsere Talente, unsere Qualitäten, die Gott uns geschenkt hat, in der richtigen Weise einzusetzen. Lassen wir uns nicht entmutigen von so manchem Gegenwind unserer Zeit. Hören wir auf die Stimme Gottes. Verfallen wir nicht in eine Mitleids- und Klagstimmung, sondern schreiten wir zur Tat. Johannes Chrysostomus sagte, Josef hat nicht geklagt, sondern gehandelt. Gerade die Tugend der Keuschheit zeigt uns das in bewunderswertem, besonderem Maß. Josef war mit Maria verlobt. Im Traum erfährt er seine Berufung. Er nimmt sich Mariens an und lebt die Tugend der Keuschheit. Er respektiert Maria und deren Weg, der ihm von Gott vorgezeichnet ist. Was Josef kann, das übt er entsprechend der Berufung, entsprechend des Willens Gottes aus. Und wir dürfen daraus lernen, in unserem Leben, in unserem Glaubenszeugnis, im Apostolat, in der Pastoral, unsere Kräfte in den Dienst unserer ganz persönlichen Berufung zu stellen. Und ein drittes. An Josef sehen wir, wie alles in seinem Leben eine Fruchtbarkeit erhält, weit über das hinausgeht, was er selbst hätte tun können. Er handelt treu nach Gottes Wort, das ihm in den Träumen zuteil wird. Und in diesem einfachen Handeln eines treuen Knechtes spielt sich das Höchstmaß an Heiligkeitsgeschichte und Heilsgeschichte ab. Der Schutz über die Jungfrau Maria, über das neugeborene Jesuskind, die Flucht nach Ägypten, die Heimkehr nach Nazareth, die Begleitung des heranwachsenden Jesus und vieles mehr. Josef geht intelligent vor. Er schätzt die Dinge selbst ein.
Er wirkt auf diese Weise mit an den großen Plänen Gottes. Bitten wir den heiligen Josef, uns teilhaben zu lassen an seiner Nähe zu unserem Herrn, an seiner Bereitschaft zur Flexibilität gegenüber dem Willen Gottes, an unserer Bereitschaft zur Verfügbarkeit. Und vertrauen wir ihm all die Sorgen und Nöten unserer Zeit, gerade jetzt in der Corona-Krise, an, in dem Vertrauen, das die heilige Therese von Avila so treffend ausdrückte: Der heilige Josef hat mir nie einen Wunsch abgeschlagen. Gelobt sei Jesus Christus.